Ja, Leute, es ist wieder soweit. Der kleine süße Mario steht vor der Tür, klopft schon an. Wir können ihn leider erst am 27.10. reinlassen. Dann ist der Release-Tag von Mario Odyssey, dem neuen riesigen 3D-Mario-Abenteuer, was Nintendo für uns bereithält. Und ich bin einfach extrem gehypt. Und ich bin nicht der Einzige. Ich lese in den Kommentaren immer wieder, dass ihr euch auch extrem drauf freut und was eure Erwartungen und Wünsche sind, Leute. Und genau darum geht's heute. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Und deswegen kommen heute 10 Dinge, die in Mario Odyssey kommen müssen. Außerdem habe ich heute einen Ehrengast dabei und ihr solltet ihn alle kennen, nämlich der Firebro. Wir haben uns dazu entschieden, die Liste aufzusplitten, deswegen checkt auf jeden Fall den ersten Link in der Videobeschreibung ab. Dort gibt es den zweiten Part zu den größten Erwartungen an Mario Odyssey. Und ansonsten würde ich jetzt sagen, beginnen wir mit dem Video. Viel Spaß! Ja, Leute, was wäre ein Mario ohne seinen treuen Gefährten Yoshi? Ja, deswegen wünsche ich mir auf jeden Fall für Mario Odyssey einen Yoshi. Ich wünsche mir einfach, dass man ihn irgendwo freischaltet. Viele spekulieren sogar, dass man auf Yoshi's Island irgendwie kommt, also auf die Island von den Yoshis irgendwie hinfliegt und dort irgendwie einen Yoshi freischaltet. Das ist auch eine gute Theorie, aber Leute, guckt mal bei Metro Kingdom, wenn man sich die Map nochmal reinzieht, links an dieser Ecke, dieser Kopf sieht genau aus wie Yoshi von der Seite und diese Map ist ja bekanntlich dafür, Anspielungen an deren Königreich zu machen. Deswegen ist dieser Yoshi-Kopf vielleicht verdächtig für einen eventuellen Auftritt von Yoshi an dieser Insel. Ich denke, wir sind uns alle einig, dass ein Yoshi nicht fehlen darf in ein 3D-Mario-Abenteuer, Leute. Auch wenn Mario Odyssey schon ein paar Regeln von Mario bricht, wie zum Beispiel den Game-Over-Screen, den gibt es nicht mehr. Man sammelt auf einmal Herzen ein und keine Münzen mehr. Und mit den Power-Ups ist es auch komplett anders geregelt. Aber dennoch denke ich, dass dieser Kopf dort unten auf der Map ein Hinweis sein kann, dass es Yoshi eventuell gibt. Bis zu dem Zeitpunkt, wann wir es denn letztendlich erfahren, bleibt es auf jeden Fall ein Wunsch, den ich an Mario Odyssey habe. Eine Sache, auf die ich stark hoffe, sind wirklich kreative und neue Weltenthemen. Wer die 2D-Marios der letzten Jahre gespielt hat, wird ja wissen, dass immer die 8 gleichen Weltenthemen abgespeist wurden. Also sowas wie Wüste, Berg, Lava, Wolken und so weiter. Und das finde ich mittlerweile einfach nur noch langweilig. Klar kann man auf diese Themen schwer verzichten, aber ich hätte mir wenigstens gewünscht, dass man was wirklich Kreatives aus den Thematiken macht. Doch das war in den 2D-Spielen einfach nicht der Fall. Und hier kommt Super Mario Odyssey ins Spiel. Es hätte einfach sehr gut das Potenzial, neue und kreative Weltenthemen zu behandeln. Anstatt immer nur dieselben abzuarbeiten. Gerade wo in diesem Spiel so viel anders und eher Mario untraditionell ist, wären neue Weltenthemen eine nette Sache. Und bisher sieht das auch voll danach aus, als ob das eintrifft. Alle bisher gezeigten Welten haben neue Themen oder verpacken zumindest alte Themen in einer neuen Art und Weise wieder. Wie zum Beispiel die Eiswüste. Also braucht Super Mario Odyssey in dem Sinne einfach nur genauso weitermachen wie bis jetzt. Und dann könnte das weltentechnisch ziemlich abwechslungsreich werden. Eine weitere Erwartung, die ich an Mario Odyssey habe, ist ein anspruchsvoller Schwierigkeitsgrad. Natürlich, Leute, es ist immer noch ein Mario, es dürfte nicht allzu schwer sein, es dürfte kein Dark Souls sein, Leute, das ist mir auch klar. Aber ich denke, Zelda Breath of the Wild hat schon ziemlich bewiesen, dass Nintendo auch teilweise mal in eine andere Richtung gehen kann, denn ich fand, Breath of the Wild war teilweise an manchen Stellen, wenn man falsch vorgegangen ist und allgemein ziemlich schwer, im Vergleich natürlich mit den anderen Zeldas. Und so etwas erhoffe ich mir für Mario Odyssey auch, dass es dort Sprungpassagen gibt oder eventuell sogar Bosse, die man vielleicht nicht gleich beim ersten oder zweiten Anlauf schafft, sondern erst nach dem dritten, vierten, fünften. Denn ich denke, die 100% voll zu machen und alle 30 bis 50 Monde in ein Königreich zu sammeln, sollte schon eine kleine Herausforderung für einen Gamer sein. Eine kleine Sorge, die ich bezüglich Super Mario Odyssey habe, ist, dass man in den großen Welten zwar viel zu tun haben wird, allerdings nur wenige Aufgaben wirklich kreativ werden und Anspruch erfordern. Nintendo sagte ja bereits, dass es pro Welt ca. 30 bis 50 Monde geben wird. Aber da ist halt die Frage, wie einfach oder besser gesagt schwer man die bekommen wird. Werden es wirklich ausgeklügelte Aufgaben, wo man auf eine kleine Reise geht, um einen Mond zu erhalten? Oder muss man meist einfach einen Gegner kapern, um dafür einen Mond zu bekommen? Die bisherigen Gameplays zeigen, dass es wohl eine ganz gesunde Mischung aus beiden wird. Und ich hoffe da halt, dass es auch so bleibt und die Monde, die man quasi geschenkt bekommt, nicht die Überhand nehmen. Denn ansonsten wäre das wirklich ein wenig schade. Ein Grundelement, ein Grundbaustein der Mario-Serie sind einfach die Power-Ups, Leute. Die sind nicht mehr wegzudenken aus einem heutigen Mario-Teil. Und deswegen ist es umso fragwürdiger und umso mutiger von Nintendo, dass sie diesen Schritt jetzt wagen, keine Power-Ups zu zeigen in jeglichen Gameplay oder jeglichen Trailern von Mario Odyssey. Meine Erwartungen sind aber dennoch die Power-Ups, dass die nämlich gut sind. Denn wir wissen ja, die neue Fähigkeit ist dennoch simpel, aber genial. Nämlich, dass Mario mit seinem Hut jetzt Gegner einnehmen kann und dessen Fähigkeiten erlangt. Somit ist dies eigentlich das Mario mit den meisten Power-Ups, wenn man das so sieht. Aber dieses wirkliche Item einsammeln und
wird, eine Kraft dadurch zu kriegen. Dieses Gefühl, was für viele auch Mario ausmacht, das haben wir leider nicht mehr und das sehen viele als Kritikpunkt, Leute. Ich sehe es eher als Hoffnung und wieder als mutigen Schritt von Nintendo, dass Nintendo einfach auch mal was Neues wagt und es könnte wirklich ein Schritt in die richtige Richtung sein. Dennoch sind meine Erwartungen an Mario Odyssey, dass die Power-Ups, die wir kriegen, einfach genial sind und innovativ. Ja, da sind wir auch schon am Ende angelangt des ersten Parts. Checkt auf jeden Fall den zweiten Part ab. Das ist der erste Link in der Videobeschreibung auf Fire Bros Kanal. Abonniert ihn auch, Leute. Es lohnt sich. Der macht auch super Nintendo-Videos. Ansonsten bin ich jetzt raus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao und tschüss.